wie unterschiedlich Menschen doch sind. Ihr Gesichtsausdruck. Und wie sie sich bewegen. Und der Klang ihrer Stimme. Körpersprache. Was ist Körpersprache? Mimik, also unser Gesichtsausdruck. Gestik, das heißt vor allem Bewegungen des Oberkörpers, zum Beispiel der Arme. Proxemik, wie halten wir Distanz? Taxis, die Bewegungsausrichtung, zum Beispiel Blickkontakt. Auch die Stimme gehört zum Körper. Leise, schnell, betont, tief, deutlich. All das ist Körpersprache. Sie ergänzt, was wir sagen und in welchem Kontext. All dies zusammen ergibt Sinn. Körpersprache ist allgegenwärtig. Im persönlichen Gespräch achten wir vor allem auf die Mimik. Am Telefon hören wir, wie die Stimme des anderen klingt. Und unzählige Emoticons imitieren unsere Körpersprache auf Smartphones. Körpersprache ist von großer Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation. Warum eigentlich genau? Körpersprache verrät viel über Stimmung und Gefühle, stärker als Worte dies tun. Und Gefühle sind wesentlich für unser Leben. Körpersprache beeinflusst unser Miteinander, bringt Einstellungen zum Ausdruck, kann Emotionen wecken, Konflikte lösen oder verschärfen. Körpersprache wirkt auf viele Menschen auch glaubwürdiger. Im Alltag prüfen wir immer auch, wie etwas gesagt wird. Aus diesen Gründen ist Körpersprache so wichtig für uns. Bei interkultureller Kommunikation gibt es weitere Besonderheiten. Kann Körpersprache richtig oder falsch sein? Nein. Sie kann allenfalls abweichen von einer bestimmten Erwartung. Diese Erwartungen sind kulturell geprägt. Sie entsprechen oft dem, was wir gewohnt sind. Körpersprache unterscheidet sich kulturbedingt sehr stark, übrigens sogar innerhalb einer Kultur. Zudem verändern sich Kulturen, neue Formen entstehen. Es kommt oft zu Missverständnissen, weil wir die Körpersprache anderer Kulturen nicht kennen. Was außerdem noch eine wichtige Rolle spielt, wie bewerten wir Körpersprache, wenn sie uns fremd ist? Fühlen wir uns gestört durch die Andersartigkeit? Vielleicht. Das fremde Verhalten finden wir dann falsch. Muss man denn so laut sprechen? Verheiratete Frauen darf man doch nicht umarmen. Wieso ist der mit offenem Mund und schmatzt auch noch dabei? Was wir dabei oft vergessen, genauso irritiert könnten auch andere von unserem Verhalten sein.